Hey Freunde, und damit herzlich willkommen zurück in Metroid Other Ram. Wir sind hier letztes Mal, haben gespeichert, sind durch ein riesiges Testgelände gelaufen, was eigentlich nach Bossfight ausgeschaut hat. Aber irgendwie sind wir jetzt hier, alles ist still, wir sind in diesem Raum hier. Und irgendwie ist das gerade nicht sehr angenehm hier. Da liegt auch was in der Luft. Okay, da ist zu, warum soll ich da reingehen? Ja, ich werde eingesperrt, oder? Ach so, das ist ein Aufzug. Okay, ich bin schon viel zu paranoid. Da kommt doch was auf uns zu. Ja, Alter. Wir laufen direkt in unser Verderben, Samus. Das kannst du nicht tun. Gut. Was? Nochmal eine Speicherkammer? Nochmal? Heißt nicht, ich habe den Part völlig umsonst beendet. Schieß mal bitte, dass wir hier nochmal safen können. Okay, Leute, das ist gerade sehr komisch. Warum können wir hier schon wieder speichern? Wir haben gerade eben erst gespeichert. Und das hier ist ein Dungeon? Oder? Okay, wir haben keine Map hier. Ich finde das Map-System hier ein bisschen komisch. Was ist dies? Das schaut aus wie eine Sicherheitsdrohne. Okay, da kommen wir anscheinend nicht weiter. Warte, ist das eine Tür hier? Nein, das sind einfach nur Lichter. Okay. Irgendwas geht hier ab. Da ist eine kaputte Sicherheitsdrohne. Das heißt, jemand war schon vor uns da. Na, ja, wir können die Tür auch nicht aufmachen. Okay, Freunde. Sollen wir wieder zurück oder wie jetzt? Ah, warte. Wie konnte ich das gerade übersehen? Hä? Ich dachte, wir können das aufsprengen. Nicht vielleicht? Okay. Komisch. Was wollen die hier gerade von uns? Ich verstehe es nicht. Ich kann hier nichts scannen, auch so nicht. Was ist denn da hinten? Was können wir da aufmachen? Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es einfach mal kaputt gemacht. Hä, da war doch zu. War da was? Okay. Ach, da war ein Loch. Oh, ich bin auch blind wie ein Maulwurf. Okay, noch mehr kaputte Sicherheitsdrohnen. Und ist das eine Türe da? Ja. Ah, okay, wir sind im Kontrollraum. Und hier lauert nichts irgendwo, oder? Nein. Okay, dann aktivieren wir das Ding mal. Ich weiß nicht wirklich, was sie machen. Ich glaube, wir schalten die große Biosphäre aus, oder? Nein, es ist die Überwachungskammer. Ach so, wir haben uns die Türen geöffnet, okay. Da passiert euch jetzt irgendwas, oder? Ich wette mit euch, dass was passiert. Was ist denn das hier für ein Raum? Ist das kein Computer? Okay. Lauter zerstörte Einheiten hier überall. Was zur Hölle war hier los, Alter? Überall. Überall mega fette Gaming-PCs. Alter, das waren solche Suchtis, ganz ehrlich. Naja, da muss ich mich ja nicht verstecken. Okay, egal. Egal, reden wir was anderes. Zum Beispiel über die ganzen toten Roboter. Die irgendwie voll toll sind. Weil mich das total beruhigt. Na komm. Ja. Da ist auch bestimmt dieses kleine, weiße, flauschige Etwas. Nein, wir können noch nicht selber spielen. Ich kann gar nichts machen, aber das nenne ich Gameplay. Ich mag das eigentlich nicht, wenn das Entwickler machen. Und zwar, ich kann jetzt nichts machen, außer nach vorne drücken. Ich darf in den Ego-Ansicht und mich umschauen. Aber auch nur auf die Seite. Okay, ich kann nur nach vorne drücken. Ich finde das ja eigentlich immer nicht sehr gut, wenn das Entwickler machen. Lieber eine Cutscene, aber okay. Na. James. Okay, den kennen wir. Hey, Samus. Where's Lyle? Looks like he's late. The CPU seems to have self-destructed. The central system is broken into parts, but I think I might be able to restore it and recover some of the data. Let's try it. Like the CEO said, there might be some pretty crucial information hidden here. Well, while Maurice here is working his magic, the rest of us should search this building. Am I right? Got it.
Princess, does this view bring back any memories? Yeah. Looks like the training grounds of the Galactic Federation. Okay, ich hätte eigentlich erwartet, dass hier irgendwas Krasses abgeht, aber das ist natürlich auch gut. Da bin ich beruhigt. Der Typ da hinten arbeitet gut. Wir sollen ihnen folgen, wie ich merke. Und ach komm, die Karte hier ist nervig ein bisschen. Egal. Ich lade mal schnell meine Missiles auf. Warum fehlt mir denn einer? Ach ja, stimmt. Ich habe dieses Loch da aufgeschossen gehabt. Genau. Okay, darf ich hier wieder machen? Ich kann speichern. Warum kann ich hier die ganze Zeit speichern, verdammt? Ich musste nicht mal kämpfen. Warum soll ich schon wieder speichern? Ja, okay, ich soll mir... Ach so, da warte mal kurz. Kriege ich jetzt die neuen Karten vielleicht? Deswegen? Nee, okay. Na gut, dann gehe ich hier weiter in meinem nicht steuerbaren Modus. Kann ich hier was aufmachen, wie die Toilettentüren? Nein. Alter, warum kann ich nicht spielen? Bin hier immer noch in diesem... Ich kann nichts machen Modus. Das ist komisch. Na gut, vielleicht, ich glaube, es passiert doch noch was. Ich nehme zurück, was ich mir gerade gedacht habe. So, was ist da drinnen? Nichts, okay. Oh, Samus bewegt sich ein bisschen schneller. Die ist auch etwas angespannt. Und wo sind die ganzen Typen jetzt eigentlich hin? Ich dachte, wir sind jetzt mal ein bisschen wieder teammäßig unterwegs, aber nein. Hey, und die sind so... Süßigkeitenautomaten oder was auch immer das ist. Keine Ahnung. Können wir da auch rein? Nein, da können wir nicht rein. Hä, warum lassen die uns so laufen? Die haben irgendwas vor, diese fiesen Entwickler. Ich weiß es doch. Na komm. Ich werde langsam paranoid, deswegen. Ah! Oh, was geht hier ab? Ach so, die tun ein bisschen Schach spielen hier, oder? Hey, Friendos, was los? Oh, oder warte mal, ist das ein Operationstisch hier? Was geht ab? Es blubbert. Hey, und warum kann ich nicht mit euch reden? Ich kann dir aber scannen. Scan mal, Samus. James. Ach, das war der von vorhin. Send noch was in der Ecke vielleicht? Ein Item oder so? Nope. Okay, dann müssen wir wieder weiter. In unserem langsamen Schritt, was auch immer das ist. Okay. Aber da fehlen doch noch welche, oder? Wir waren doch viel mehr als nur vier Leute. Und ja, da sind wir wohl an unserem Ziel angekommen, wo sie uns hinführen wollten. Oh oh. So viele Türen. Was zur Hölle? Hä, ich kann immer noch nicht... Was geht denn hier ab, ey? Ich blicke langsam gar nicht mehr durch. Wir können immer noch nicht ganz normal spielen, wir können uns nur umschauen. Ach so, eins von diesen Dingern ist jetzt wieder... Ist irgendwie wieder angegangen auf einmal. Ich muss jetzt das finden, was wieder an ist, oder? Okay, ich vermute, es ist das hier. What the fuck? Alter! Meta Ridley? Space Pirate? Ja, Space Pirate, nicht Ridley. Achso, ich muss mich umschauen hier. Alter, bitte spring mich nicht gerade... Der springt mir doch gleich ins Gesicht, ich weiß es doch. Achso, ich darf schießen. Hä, was soll ich denn machen? Soll ich ihn scannen hier? Wo soll ich scannen? Seine Schuhe? Hier hinten? Was wollt ihr denn von mir? Hä, was? Ich soll irgendwas anschauen. Was soll ich mir anschauen, Freunde? Schreibt es doch hier jetzt in die Kommentare. Keine Ahnung. Hallo, ihr Entwickler, was wollt ihr von mir? Hier den Kopf kann ich mir anschauen. Hä? Ich glaube, ich blicke hier gerade was nicht. Da hinten vielleicht was? Da oben? Nein, ich kann die Kamera nur so bewegen. Und den zweiten Modus kann ich auch nicht. Dann sieht das Ganze so aus, wie es jetzt... Gut, dann zeige ich mal wieder drauf. Hä, was zur Hölle wollt ihr denn von mir? Jetzt da hin! Alter, warum? Adam, are you seeing this? It is a Abyssian. But it's been cybernetically enhanced. What is this thing? I don't know. Continue your investigation. Das Ding lebt noch.
Nicht? All right. So I managed to recover one piece of data. This bottle ship is under management of the Galactic Federation. In these facilities, life forms from each planet have been raised and researched as possible bioweapons. Site manager and development director, Dr. Madeline Bergman. Adam, was the Galactic Federation experimenting with bioweapons? Looks like it. Use of bioweapons is strictly prohibited. Of course it is. What's happened here is illegal. Who is Madeline Bergman? Must be the person in charge here. Is that all you've got? I didn't need to press Adam about it any further. I knew his mind. Not only was he a strong opponent of bioweapons, he was against the use of living things for unnecessary reasons, period. Life, no matter what form it takes as it's born into this often cruel universe, should not be tampered with. That was Adam's philosophy. In bringing the infant Metroid back, I did something that I know would have gone against his convictions. And though I might have been left alone, it was a clear and blatant violation of protocol. I wondered what Adam thought of me. Out of nowhere, I suddenly found myself concerned with his opinion again. I've almost gotten it completely restored. But I'll bet they protected this thing with a seriously sophisticated security system. If I can't get past it, James, that'll be where you come in. Leave it to me. Shouldn't be a problem to hack into this thing. I mean, it might tell us what exactly was going on here. Looks like this might take some time, though. Madeline might still be somewhere in this building. Keep scouting for more intel. Let's go. Okay, anscheinend haben die hier Biowaffen gezüchtet. Krasse Scheiße. Und naja, wir suchen jetzt halt nach der Forschungsleiterin, aber mal ganz ehrlich. Das ganze Ding hier ist im Arsch. Alle Leute waren tot, die wir gefunden haben. Und es wimmelte nur so von irgendwelchen krassen Monstern. Da wird doch wohl, glaube ich, keiner mehr am Leben sein, oder? Ganz ehrlich. Gut, ja, speichern brauche ich jetzt nicht. Außer ich gehe drauf, dann müssten wir uns die Cutscene nochmal anstellen. Hehe, aber komm, ich gehe doch nicht drauf. Wir schleichen eh nur erstmal wieder weiter zurück in dem Raum, wo wir vorhin waren, glaube ich. Oder geht's denn noch weit? Ach, wir haben hier jetzt... Die Tür ist jetzt offen, oder? Die war vorher zu, glaube ich. Aha, ich schaue mal auf die Karte, aber wir haben ja gar keine Karte. Verdammt. Gut, wo ist denn diese Madeline Bergman? Oder wenn sie überhaupt noch lebt. Wahrscheinlich nicht. Hey, Friendos, was geht ab? Ja, sehr gesprächig, oder? Cool. Cool, cool, cool. Aber wo geht's lang? Ja, die Entwickler wollen uns mal wieder hier ein bisschen rumführen. Wir folgen natürlich einfach wie brav immer. Und kommen wieder in diesen Raum hier. Hä, waren wir da nicht vorher schon drin? Ist aber ein anderer, glaube ich, oder? Na, jetzt wollte ich schon wieder auf die Karte drücken. Ja, das ist ein anderer Raum. Oh. Oh, oh. Jetzt haben wir einen Bossfight, Freunde. Jetzt haben wir einen Bossfight. Hä? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Warum kann ich es nicht anschauen? Schon wieder nicht. Ah, ich muss jetzt einen Punkt finden, den ich scannen muss. Aber welchen? Den da. Oh, oh. Fuck, das schaut aus. Das schaut eigentlich aus wie Space Pirates irgendwie schon wieder. What the fuck? Und jetzt haben wir ein Battle. Alter, hilf mir mal, Freunde. Alter, was können diese Typen eigentlich? Die können doch gar nichts, oder? Mal ganz ehrlich, wir sind irgendwelche Kampfsoldaten hier. Und dann kommen wir in einen Kampf und dann heißt es, wir sollen sie erledigen. Ganz ehrlich. Alter, das sind ja wirklich Space Pirates hier. Na komm, weg damit. Alter, die halten hier viel zu viel aus. Kann ich einen Lethal Strike machen, indem ich auf die drauf springe? Nicht wirklich, aber... Jawohl, ich
Nein, das war nicht. Das war nix. Verdammt. Alter, 3 gegen 1 ist unfair. Jetzt habe ich ihn, oder? Jawohl, ein Treffer. Aber, ach komm. Ich muss ihn erwischen, wenn er auf dem Boden liegt, um ihn zu killen. Jetzt liegt er am Boden. Nein, er liegt nicht am Boden. Oder? Nee, egal. Ich drehe ihn einfach um und... Jawohl. Was, er lebt noch? Hä, ich habe ihn doch so ganz klar gekillt gerade. Na gut, wie ihr wollt. Jetzt, komm. Ich verstehe manchmal nicht genau, wie ich hier kämpfen soll. Und, ouch. Alter, ich habe schon über 100 Damage bekommen. Komm. Lethal Strike? Nein. Alter Samus, Lethal Strike. Jetzt ab. Ich hab Bounced. Okay, der ist auf jeden Fall down. Aber da kommen einfach immer neue. Alter, was soll ich denn machen? Na, das sind zu viele. Damn. Samus, aufladen und Feuer. Kann ich den noch erwischen? Jawohl. Killing Spray. Killing Spree, so halt. Hier, was laber ich schon wieder? Okay, okay. Ich kann dir mal schlecht was erzählen, während ich hier kämpfe. Weil ich kaum... Weil ich hier überhaupt schon mal konzentrieren muss, überhaupt zu überleben. Aber ich denke, die beste Taktik hier wird sein, die Typen umzuwerfen. Um sie ganz zu erledigen, aber die lassen sich nicht umwerfen. Komm. Na, der war nicht am Boden, der hat sich nur geduckt. Na ja, okay, zielen sollte man vielleicht auch. Jetzt hat ein Treffer. Alter. Diese fiesen Fernkämpfer hier. Ja, ja, komm, komm, lass mich zu ihm hin. Jawohl. Der ist down. Kein Nachschub mehr, kein Nachschub. Lass die hauen ab. Die Schweinehunde hauen ab. Aber nicht wirklich. Ach so, die wollen mich überraschen und kommen jetzt dann aus einer Tür raus. Nicht mit mir, Freunde. Ich komme hier nach. Wow, da ist er. Spring, Samus. Na, spring ein bisschen rum. Ich springe aber ein bisschen rum, dass die uns hier nicht erwischen. Komm, nimm das. Jawohl, schöner Treffer. Und nochmal einer rein. Na, verdammt. Jawohl, aber wir haben einen gekillt. Sind das hier eigentlich unterschiedliche? Die einen sind irgendwie so ganz metallisch und die anderen nicht. Oder schaut das nur so aus? Ah, ja, komm. Kill ihn. Nicht drüber springen, Samus. So. Puh, das war der letzte, würde ich sagen. Jawohl, die hätten wir erledigt. Alter, das sind mir noch ein bisschen zu viele am Leben, ganz ehrlich. Okay, jetzt ist sie aber mal sauber. Gut, ist hier sonst noch irgendwas? Na, wir haben ja gar keine Map. Aber hier ist vielleicht ein Item. Schauen wir mal kurz an die Ränder der Karte, ob da irgendwas ist. Also bei der Karte, die wir haben. Nö, da ist nichts mehr. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen in diesem, ja, Boss-lastigen und Story-lastigen Metroid Other M Part. Ich laufe jetzt noch schnell zurück zur nächsten Speicherstation und hoffe, dass uns dabei nicht allzu Böses passiert. Da ist zu, wir können ja nur da lang, okay. Gut, dann speichere ich und sage immer wieder, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Feedback da, wie ihr den Part so fandet. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann und haut rein!